kurz nach 14 Uhr. Wir sind unheimlich gut im Zeitplan, hoffen, dass das auch für den Rest des Tages so bleibt. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir jetzt die 7. Irish Days 2015 offiziell eröffnen möchten. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns natürlich auch ein bisschen vorzustellen als Verein. Wir sind die Irlandfreunde Leverkusen. Wir, das sind nicht nur die, die hier auf der Bühne stehen. Das ist der Gerhard Zech, zweiter Vorsitzender, unser erster Vorsitzender, der Matthias Brandes, sondern die Irlandfreunde Leverkusen sind die ganzen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die hier in den kommenden zwei Tagen herumlaufen und in der Regel ein grünes T-Shirt tragen, sowas wie er hier hat. Und da steht drauf, mei, wat ist dat schön. Mei, wat ist dat schön ist natürlich auch ein gutes Stichwort fürs Wetter. Da spielt zumindest alles mit. Und nach dem Mittagessen kommen ja jetzt anscheinend auch die ersten Leute langsam hier den Berg hinauf. Und ich glaube, wir erwarten zwei wunderbare Tage. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, ganz herzlich, die solche Tage ermöglichen. Die Irish Days sind eine 100% ehrenamtlich durchgeführte Veranstaltung, die, das muss man dazu sagen, natürlich ohne eine finanzielle Unterstützung von Sponsoren heutzutage überhaupt nicht mehr zu machen wäre. Wir bedanken uns bei uns Sponsoren ganz herzlich. Zwei sind stellvertretend hier auf der Bühne. Das ist der Herr Finette, Vertriebsleiter von der Huck Coburg Nordrhein-Westfalen. Ein kleiner Applaus wäre an der Stelle angebracht. Und der Herr Herbel, stellvertretend für die Bürgerstiftung Leverkusen, die uns durch ihr finanzielles Engagement dann auch tatsächlich solche Tage überhaupt erst ermöglichen. Herr Finette, warum engagiert sich die Huck Coburg und unterstützt die Irish Days Leverkusen? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich darf das dritte Mal dabei sein. Ich sage wirklich darf. Weshalb fördern oder unterstützen wir die Irish Days? Ein bisschen zu der Philosophie unseres Unternehmens. Wir sind eigentlich als sehr preisgünstiger Versicherer bekannt und wir haben nicht so riesen Etats. Und dann schauen wir genau, ob wir in den Städten, dort, wo unsere Kunden, wo alt, jung, Familien, Kinder wohnen, dass wir da fördern, gerade solche Sachen wie hier den Neulandpark. Wir sind, wie gesagt, das dritte Mal dabei. Wir sponsern oder fördern auch den neuen Mainlauf. Also wirklich Veranstaltungen, die von Ehrenamtlichen getragen werden. Denn da ist unsere Meinung, gehört das Geld hin. Denn die engagieren sich und nicht immer die ganz großen Veranstaltungen, wo es sowieso läuft. Und ja, und so sind wir vor 3 Jahren, das hatten Sie mich am Anfang gefragt, eingestiegen. Ich war mal beim Gerd Zech in der Kneipe eingeladen und da spielte einen Pub, Entschuldigung, ich lerne es auch noch. Und da spielte eine tolle Band, die hat mich hellauf begeistert, Finnegan's Five. Und die stehen dort hinten und die haben mich so begeistert. Und dann kamen wir zwei ins Gespräch und dann sagte der Mensch, ihr sponsert oder fördert doch gerade solche Veranstaltungen wie wir. Wollt ihr die nicht ein bisschen begleiten? Da habe ich direkt zugeschlagen. Und so sind wir das dritte Mal dabei. Und ich kann ihm auch versprechen, wir bleiben dabei. Gerade auch in Leverkusen, denn dieser Neulandpark, das ist was ganz Gigantisches. Ich finde das einfach phänomenal. Wir sprechen auch mit dem Herrn Kühler von der Stadt, wo wir auch unterstützen. Das muss erhalten bleiben. Und nochmals, ganz tolle Sache, auch an die Ehrenamtlichen. Das ist schon spitze, was da geleistet wird. Vielen Dank. Ich hoffe, das haben alle hinter den Ständen und auch die, die morgen kommen, sind alle gehört. Herr Herbel, die Bürgerstiftung Leverkusen, den Insidern wahrscheinlich bekannt, einigen vielleicht nicht so bekannt. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Bürgerstiftung Leverkusen ist eine Initiative von Stadt und Sparkasse. Wir unterstützen im Prinzip in Leverkusen alles an gemeinnützigen Zwecken, was man sich vorstellen kann. Im Fokus steht vor allen Dingen das Thema Bildung. Und als wir dann den Antrag von den Irlandfreunden bekommen haben, haben wir nicht lange überlegt, weil wir das super fanden, einfach mal hier in Leverkusen auf dem wirklich fantastischen Gelände hier im Neulandpark einfach mal eine andere Kultur kennenzulernen. Und bin jetzt das erste Mal hier und muss sagen, ich bin echt begeistert, wie viele auch hier, wie viele Stände hier sind und was man hier einfach alles erleben kann. Und ich glaube einfach, dass auch die Bürgerstiftung sich sehr gut vorstellen kann, in den kommenden Jahren dann dazu beizutragen, dass das erhalten bleiben kann.
Neben den zwei Anwesenden hier haben wir eine lange Liste an weiteren Unterstützern. Ich möchte an der Stelle nur einige nennen. Das sind der Schönpark Leverkusen, die Kulturstadt Leverkusen, die WGL, Wohnungsbaugesellschaft Leverkusen, Kaminbau Engel und viele, viele andere. Ein ganz besonderer Dank gehört aber auch dem Fachbereich Stadtgrün, die uns über das ganze Jahr hinweg im Hintergrund bei den Planungen unterstützen, die uns nicht zuletzt das Gelände hier zur Verfügung stellen. Da insbesondere der Armin Kühler, der wohl noch auf dem Weg hierhin ist, den wir später noch sehen werden. Unser Dank gilt aber auch den Getränke Obst, die uns die Rechte für den Verkauf der Getränke hier überlassen. Und auch den Sanitätern, die hinten zwei Tage im Hintergrund wirken und hoffentlich nie zum Einsatz kommen werden. Das sind Wolfgang Becker, Wiebke Dressler und Thorsten Dressler. Ich habe jetzt genug geredet. An der Stelle übergebe ich an den Matthias. Die Vorsitzenden, die käbeln sich noch. Ja, guten Morgen zusammen. Ich versuche es einfach kurz zu machen. Wichtig ist für mich, wir machen den Eintritt, also wir machen unsere Veranstaltung ohne Eintritt. Und diejenigen, die hier in den Neulandpark kommen, wissen, ansonsten, es wird immer Eintritt genommen. Der Gerd Zech, meine Wenigkeit und auch die Mitglieder haben wirklich gekämpft, ob wir die Veranstaltung wieder machen. Das ist die siebte. Und ich bin ganz ehrlich, der liebe Gott spielt mit, das Wetter ist schön. Gerd Zech, meine Wenigkeit und auch der Verein, solange die Zahlen schwarz sind, ab dieses Jahr, da stehe ich mit meinem Namen auch dahinter, werden wir die Irish Days hier weitermachen. Aber seid mir nicht böse, wir können nur hier gewinnen. Wir haben viele Stände, die wir selbst betreiben, um das euch wiederzugeben, Musiker, die Sponsoren, die dabei sind, dass ihr diesen Tag so erleben könnt, sprich das Wochenende. Und vielleicht der eine oder andere, der mich schon kennt vom Sehen her, mein Herz hängt an Irland, ich bin dort groß geworden. Und wenn ich oben stehe und hier runterkomme, ist es einfach ein geiles Gefühl. Also es ist ein schönes Gefühl und ich hoffe, es gefällt euch hier die zwei Tage und ihr bleibt uns treu. Und somit gebe ich jetzt dem Gerd Zech. Ja, dann sage ich einfach nur, die Irish Days, die siebten Irish Days 2015 sind eröffnet. Vielen Dank. Ich hoffe, auch die Sponsoren, die bleiben vielleicht noch ein bisschen länger oder kommen heute Abend noch mal wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen.